Hallo meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Herzlich willkommen auf diesem kleinen Kanal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure lieben Kommentare, für eure E-Mails, für die Wertschätzung, die bei mir auf meinem Wertschätzungskonto eingehen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, es geht euch gut und vor allem hoffe ich und wünsche ich mir, dass bei euch auch so tolles Wetter ist, wie hier heute bei mir. Ne? Und dass ihr euch die Sonne mal einfangen könnt. Genießt das mal. So, ihr Lieben, wir gehen hier rein heute. Und zwar möchte ich gern wissen, was denkt dein Gegenüber? Wir schauen hier natürlich wie immer auf die Liebe. Wenn sich was Berufliches zeigt, dann werde ich das ansprechen. Ja, es gibt halt auch immer einen schönen Zusammenhang zwischen allem. Und wir schauen jetzt hier mal rein, was ist in den Gedanken des Gegenübers denn hier so los gerade? Was dürfen wir da wissen? Ui, wir haben drei Karten, meine Lieben. Drei Karten, die darauf hindeuten, hier für mich, dass hier dein Gegenüber sich hier gerade selber etwas vormacht. Der blendet sich selber, der ist hier verzaubert von etwas geblendet und verzaubert und ist für mich eher so eine Energie von einer Illusion. Mhm. Wir haben die Sieben der Schwerter. Wir schauen uns das mal an. Ne? Hier geht es um so eine Täuschung, ja, vielleicht geht es hier auch um einen Betrug, um eine Täuschung, um ein Weggehen, um eine Lüge vielleicht auch. Wir haben noch den Fuchs da unten, ne? Als zweite Karte haben wir hier den Magier, ja. Natürlich der Magier mal grundsätzlich eine sehr positive Karte, ne? Hier geht es so um das Schöpfertum, man darf hier, in eine Meisterschaft gehen, sage ich mal. Dieser Magier, der kann etwas erschaffen und manifestieren. Er erschafft es noch nicht. Ne? Das macht man, die Umsetzung, die entsteht nachher bei der Herrscherin zum ersten Mal. Aber hier geht es um die Kreativität, um die Schöpferkraft. Ja? Die hat der Magier hier. Das negative Pendant, ja, jetzt hier zu dieser positiven Eigenschaft, das werden hier eben Illusionen auch, ne? Tricks, Illusionen, eine Versuchung, eine Blendung, ja, eine Verzauberung, ja. Und jetzt kommt hier auch noch die Sonne und natürlich, wir nehmen die Sonne jetzt mal einfach positiv, ne? Das ist hier die pure Glückskarte, ne? Hier geht es um warme Energie, um Optimismus, um Lebensfreude, um Liebe, um Glück, um Erfolg, ja. All das ist hier die Sonne in ihren positivsten Eigenschaften einfach, ja. Aber wenn wir es jetzt hier mal umdrehen, steht die auch für Unklarheiten, für eine Blendung vielleicht auch, ne, die Sonne. Wir müssen schauen, auch für ein Ausbrennen. Wir werden das abklären müssen. Natürlich, man kann jetzt hier sagen, die positiven Karten überwiegen. Es ist halt einfach zuerst die Sieben der Schwerter herausgefallen. Ja, das hier immer so ein bisschen für eine Illusion, für eine, vielleicht eine Lüge, für etwas. Man macht sich hier aus dem Staub. Ja, man macht sich hier aus dem Staub, vielleicht auch, weil man sich hier ganz, ganz stark verzaubert und angezogen fühlt von jemand anderem, von etwas. Ja, wir müssen das abklären, können wir so nicht einfach so sagen, was, um was es hier geht. Das ist sehr spannend. Ich glaube, wir klären die mal erst ab und gehen dann mal ein bisschen tiefer. Zeig mir doch bitte mal die Sieben der Schwerter für das Gegenüber hier. Was dürfen wir hier wissen für die Sieben der Schwerter? Um was geht es denn hier? Die Sieben der Schwerter, bitte. Oh. Wir haben den Pagen der Münzen. Den Pagen der Münzen und den Ritter der Münzen zeigt er uns hier. Ne? Also, der ist hier an etwas mit Eifer dran. Und ich nehme an,
Er ist hier sehr fleißig in einer Planung. Er hat hier etwas vor. Ganz sicher hat er hier etwas vor. Der ist hier eher langsam zurückgezogen, aber ich sehe hier, er ist hier daran, als Page. Das ist natürlich eine Karte. Ein Page ist immer eine Karte von Impuls. Die Ritter, die überbringen Nachrichten, die bringen auch eine Energy. Das ist auch eine Energie. Es sieht aus, als ob er hier so den Impuls hat, hier etwas abzuschicken, etwas in deine Richtung zu schicken. Und ich sage in deine Richtung, weil wir hier natürlich noch die Königin der Münzen haben. Wie passend, oder? Es ist ja wirklich, also. Was mich jetzt hier wirklich, da muss ich reindenken, Leute. Und jetzt kommen ja noch die sechs der Kelche, die ja hier ganz eindeutig dafür stehen, dass hier jemand ganz nostalgisch in deine Richtung ist. Jemand vermisst dich hier, vermisst deine Wärme, die Münzenergie, ja, vermisst hier einfach deine Wärme, die Materie, vielleicht auch deinen Körper, ja. Wir haben sehr, sehr viel Münzenergie. Das ist eigentlich also wunderschön, ne? Und wir haben jetzt hier natürlich auch die sechs, ne? Die sechs der Kelche. Die sechs ist die Heilung, die Harmonie, etwas in den Ausgleich bringen. Die sechs Liebe, Heilung, ja. Und Kelche, ja, ganz klar, oder? Gefühle, Intuition ist hier. Hier ist eine spirituelle Verbindung einfach da zu. Ich nehme an, dass du das bist hier, die Königin der Münzen. Und er zeigt sich hier als Page, als Ritter in diese Richtung hier. Hier fühlt sich sehr, sehr von dir angezogen. Jetzt wird mir hier so langsam etwas klar. Es fühlt sich für mich hier an. Das wird hier heute eine tiefe Legung, Leute. Mit den sieben der Schwertern zeigt er hier eine Täuschung auch, ne? Vielleicht auch natürlich ein Ende einer Täuschung. In welche Richtung geht das hier? Das müssen wir abklären. Diese Karten hier unten, die sind ja absolut positiv. Hier ist ein Impuls da mit einer Kommunikation, einer Nachricht, etwas sehr, sehr Liebevolles, ne? Etwas, ja, er arbeitet hier an etwas. Der Impuls ist da und ich sag mal, die Nachricht, die Kommunikation, ich nehme das als Kommunikation, es kann auch ein Geschenk sein, eine Einladung, ist hier in der Pipeline. Natürlich ist Münzenergie extremst langsam. Aber was mir hier ganz gut gefällt ist, er zeigt dich hier als seine Seelengefährtin, sage ich mal, ja, als jemand, für den man sehr viel empfindet. Und er zeigt dich hier in der Münzenergie. Das heißt, er schätzt dich unheimlich. Er nimmt dich als eine sehr liebevolle, warme, nährende Person wahr. Was mir hier ganz, ganz toll gefällt, ist wirklich, dass er in der gleichen Energie, also auch in Münz, in Erdenergie, hier auf dich zukommen will. Das ist durchweg positiv, ne? Absolut, absolut, ja. Also hier schätzt dich jemand ganz, ganz sehr und es sieht aber aus mit den sieben der Schwertern, als ob hier jemand sich verkrümelt hat. Hier ist jemand verschwunden, von der Bildfläche verschwunden. Jemand hat dir zwei Schwerter dagelassen, ja. Die fünf Schwerter nimmt er mit. Und dazu jetzt kommt mir ganz viel rein. Jetzt muss ich mich konzentrieren oder nicht konzentrieren, fließen lassen. Ne? Das sind die zwei der Schwerter, die er dir dagelassen hat. Ne? Ist natürlich nicht so schön. Er hat dich mit einem Zweifel zurückgelassen. Du bist hier hinten. Auch er hat diese Zweifel. Er hat Zweifel gesät. Ja, in deine Richtung. Er oder sie, bitte, bitte dreht euch die Geschlechter. Ne? Das ist das, was er zurücklässt hier. Die zwei der Schwerter, das ist ein Zweifel, eine Blockade. Das ist auch eine, hier vermeidet jemand etwas. Ja? Und er nimmt fünf der Schwerter mit von seinen sieben der Schwertern. Ja? Die fünf der Schwerter, das ist einfach rücksichtslos. Ja? Das ist ein innerer Kampf. Die fünf steht immer auch für einen Konflikt. Ja? Hier ist was instabil. Hier ist was mit Konflikt einfach auch behaftet, ja, das ist so ein bisschen Ego. Aus einem Ego heraus hat er sich hier verkrümelt und lässt die zwei der Schwerter da. Und die zwei der Schwerter sagen hier ganz einfach, man hat sich hier für nichts entschieden, man ist unentschlossen, weder Fisch noch Fleisch. Damit lässt man dich zurück.
und die Klärung dieser Karten zeigt mir hier, dass hier eine ganz große Wertschätzung da ist. Eine Liebe, etwas auf Seelenebene, ja, in deine Richtung. Wir müssen da tiefer reingehen. Wenn dem so ist, ja, also hier zeigt es mir einfach ganz klar, dass dieses Weglaufen, dieser Rückzug, und das zeigt mir ja auch die Energie einfach, dass hier wahrscheinlich wirklich viele im Rückzug sind, einfach verschwunden sind von der Bildfläche. Flupsch! Ja, und man hat dich hier vielleicht zurückgelassen, einfach absolut im Zweifel in einem, hä? Wo ist sie? Wo ist er? Was ist denn jetzt? Hä? Ja, etwas in der Art. Aber wir gehen da tiefer rein, wir werden das herausbekommen. Und natürlich, bedenkt bitte, hier kann jeder auf der anderen Seite auch stehen, ja? Vielleicht hast du dich hier verkrümelt, nachdem hier eine Nachricht schon bereits auf dich zugekommen ist, sagst du, oh, pff, vielleicht ist das dein Zweifel, der hier gesät wurde, ja? Er sät Zweifel aufgrund seines Verhaltens in deiner Richtung, ja, in deine Richtung, nicht in deiner Richtung, ja? Schwere Energie, auch gestern in der Legung hatten wir bereits sehr viel Schwertenergie, sehr viel Konflikt, und das ist anscheinend hier gerade in unserem Feld, und wir haben das Ass der Schwerter und die Vier der Schwerter. Zeig mir bitte mal den Magier. Wenn sich jetzt hier der Magier und die Sonne in einem sehr positiven Licht zeigen, weil hier haben wir jetzt mehr Positivität, ne? Also was Tolles, was Warmes, ne? Dann würde ich sagen, dass dieser Rückzug hier beendet wird, ja, weil hier etwas manifestiert wird, und zwar große Liebe und Erfolg. Aber das will ich erst sehen, ja, sehen. Zeig mir bitte mal den Magier, was ist denn hier los, was dürfen wir wissen? Es ist sehr spannend, weil hier sehr viel Liebe und Wertschätzung da ist. Und trotz alledem hat sich hier jemand aus dem Staub gemacht. Vielleicht auch, weil er Zweifel hatte. Das ist ein... Entschuldigt, ich muss nochmal zurück. Es kommt halt einfach durch mich durch, ne? Das ist auch sein Zweifel, ihr Zweifel, das, der Zweifel. Hier ist man im Zweifel. Was soll ich tun? Ich gehe nochmal zurück. Ja? Wie? Ich finde die Worte nicht. Ich habe die Worte nicht, um dir zu sagen, was ich fühle. Da ziehe ich mich lieber zurück und denke nach, was da aber passiert, was da abgeht, sind die Fünf der Schwerter, ja, bei ihm. Und die Fünf der Schwerter, das wisst ihr, ist eine ganz eklige Energie jetzt hier in die, muss ich wirklich so sagen, ne? Also die Fünf der Schwerter Energie, also da ist er voll im Ego einfach, ne? Das ist eine Spannung, das ist destruktiv einfach, das bringt gar nichts, ja, das ist... Wir schauen, zeig mir bitte mal den Magier. Ich habe keine Worte für dich. Die Liebenden, dann haben wir die gehabt, ne? Die Fünf der Münzen, der Mangel und der Mond aus Angst. Boah. Man kann nichts manifestieren aus dem Mangel und aus der Angst heraus. Doch, kann man. Und zwar wieder Mangel und Angst. Ne? Wir haben hier die Liebenden. Hier soll, muss, will, sollte, möchte man gerne eine Entscheidung aus Liebe treffen. Hier sind zwei Seelen, die sich lieben, zwei Menschen, die sich lieben. So, leider Gottes zeigt man mir jetzt hier die Fünf der Münzen. Hier ist ein Mangel, hier hat man Sorgen vor Zurückweisung. Man hat Angst, man wird zurückgewiesen. Die Fünf der Münzen, haben wir wieder Erde, Materie auch, ne? Aber wie gesagt, hier wieder die Fünf, das ist ein Konflikt in sich selbst. Hier hat er den Konflikt auf der Gedankenebene, und hier hat er den Konflikt sogar auf der Materie. Und ich sage dir, hier hat jemand unheimliche Angst davor, wenn man auf dich zukommt, zurückgewiesen zu werden. Durch diese Gedanken, die man sich hier macht, manifestiert man aber leider ja nichts Positives in dem Sinne, ne? Wenn du in der Angst bist und im Mangel. Und ich habe es letztens schon mal gesagt, wenn man in so einer Stänkerfritzen-Energie ist zum Beispiel, kommt sowieso nicht und ist ja alles scheiße und das kann ja nichts werden, dann manifestierst du dir genau das. Das ziehst du in dein Feld. Das, was du rausgibst, ziehst du in dein Feld, ne?
Und das ist hier gerade so ein bisschen das Problem. Das nehme ich hier ganz klar so wahr. Aber wir gehen da weiter rein. Ne? Hier baut sich gerade ein Bild auf. Ne? Darum legen wir da, wir schauen da tief rein. Ne? Mein erster Impuls ist hier ganz klar, dass hier jemand, so wie der Lied, das Lied, was mir hier durchkam, ne? Ich habe keine Worte, dir zu sagen, was ich fühle. Und dann hier diese Angst davor, hier ins Kommen, ins Tun zu gehen. Und das ist aber, Manni, was hat man sich hier selber gemacht? Zeig mir mal bitte die Sonne. Gut, da kann man wieder rauskommen, natürlich, ne? Wir sind alle unser eigenes Glückes Schmied. Ne? Positive Gedanken, krass. Und hier wird alles gut, er zeigt die Sonne. Wir alle selber mit unseren Gedanken bauen uns ringsherum alles auf. Und deswegen sage ich, kommt aus dieser Stänkerfritzen-Energie heraus, ne? Wenn ihr da drin seid. Viele sind es nicht, aber es gibt immer wieder, ja, ja, die vier der Münzen, die Zurückhaltung, der Impuls, hier etwas zu tun. Und trotzdem noch immer noch eine Zurückhaltung ist hier einfach vorhanden. Ja. Hier soll etwas Neues geboren werden. Wir haben hier den Pagen, der Stäbe, der Page, der hat hier Lust, der ist sehr inspiriert. Der möchte hier gerne so ein kleines Abenteuer starten. Ne? Aber er zeigt mir hier die vier der Münzen. Gut, das sind nicht mehr die fünf der Münzen, aber es sind die vier der Münzen. Er kontrolliert hier etwas. Aus Sicherheit und Selbstschutz ist er hier sehr kontrolliert, indem wir hier nach vorne gehen will. Aber es ist sicher, es ist klar, dass hier etwas kommt. Wir haben zweimal die Sonne, vielleicht ja wirklich an einem sonnigen Tag oder im Sommer noch. Ne? Aber es sind, es ist eine schöne Energie, es knistert hier, aber aus einem reinen Selbstschutz heraus. Ne? Und hier liegt es ja, die Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Die Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Die Angst davor, Liebe nicht zulassen zu können. Ne? Vielleicht hat hier jemand eine Riesenenttäuschung erlebt und hat aufgrund dessen das Gefühl, so funktioniert Liebe. Liebe tut immer weh, deswegen hat man hier Angst. Ne? Und das ist halt ein Ding, das hat man sich hier selber ins Feld gezogen. Das ist steckt hier so drin. Muss man mich hier noch mal kurz... Ja, der Magier, der kann hier etwas erschaffen. Was wurde hier erschaffen? Ja. Wofür der Magier auch noch stehen kann, wenn es ins eher Negative geht. Und hier ist, das ist ja eine Energie, die ist ja leider, ist eine Mangelenergie hier, ne? Leider. Und zwar im Feld der Liebe. Das finde ich traurig. Das ist, da muss man was tun. Ne? Das können wir auch. Wir haben hier die Sonne. Ne? Also es wird hier besser. Man heilt hier was. Man heilt hier etwas. Aber der Magier mit dieser Mangelenergie in der Richtung Liebe. Das ist für mich auch so ein bisschen. Man hat hier die Absicht, etwas zu tun. Aber man handelt nicht. Das ist, als ob dir jemand etwas zeigt, was du unheimlich begehrst, was du liebst. Du siehst es und dein Herz geht auf, ne? Dein Herz geht auf. Und du weißt, du musst jetzt eigentlich nur zugreifen. Du musst jetzt eigentlich nur in diese Richtung laufen. Dann kannst du es haben, aber du gehst nicht los. Du gehst nicht los, du bleibst stehen. Du bleibst hier stehen, aus einer Angst heraus zurückgewiesen zu werden, aus einer Angst heraus, dass es vielleicht keine wahre Liebe ist, keine tiefe, bedingungslose Liebe ist. Ich entscheide mich jetzt hier dafür, weil ich sehe hier Liebe, Wertschätzung, du gibst hier Wärme. Man möchte zu dir kommen, in einer tollen Energie und man zieht sich immer wieder zurück. Man sieht Zweifel, man hat Zweifel. Man kämpft gedanklich. Die Fünf der Schwerter, das ist so eine Ego-Kiste hier. Und es ist Mangel, es ist einfach Mangel. Die Sieben.
ich sag mal so, die Schwerter, na, das ist hier der Geist, das ist der Intellekt. Hier geht es vielleicht auch um eine Kommunikation. Hier läuft vielleicht Kommunikation immer wieder schief. Ja, weil die 7 hier einfach, die steht für eine auch, man bewertet hier etwas und man möchte etwas kontrollieren. Und das Wort kam eben sehr laut raus. Darum geht es. Jemand will hier kontrollierte Kommunikation. Und deswegen dauert hier etwas extremst lange und man scheint hier die Lösung nicht zu finden. Hier findet jemand einfach die Lösung nicht. Hier geht es um Gefühle. Und auch hier, wir haben die 6 der Kelche und wir haben die Liebenden. Das hier, also hier sind Gefühle auf jeden Fall am Start. Also ganz, ganz sicher. Und das sind sehr wertschätzende, warme Gefühle mit der Erdenergie hier einfach, ne? Das sind Gefühle, die man aber auch natürlich ausleben möchte, ja? Ja, man will es haben. Man will es haben, man will es anfassen, man will dich anfassen, man will diese Verbindung spüren können. Das scheint hier nicht möglich zu sein. Hier ist etwas, ich werde das hier abklären. Die Situation ist mir klar, wir können das hier abschließen. Das ist hier ein ganz klarer Rückzug. Man hat hier unheimliche Zweifel und Ängste. Ja, man versucht hier etwas zu kontrollieren. Und ich nehme hier die Schwerter natürlich für die Gedanken auch wahr. Das ist eine Luftenergie, aber ich habe das Gefühl, dass hier in der Kommunikation etwas nicht läuft. Ja, das ist nicht nur gedanklich, das kann auch in der Kommunikation sein. In der Kommunikation wurde vielleicht mit den 7 der Schwertern etwas nicht ausgesprochen, ja. Das ist so eine Energie wie, man ist unehrlich gewesen, listig vielleicht. Und so negativ das jetzt klingt, so negativ ist es nicht, weil hier eigentlich eine ganz tiefe Verbundenheit da ist. Das sehe ich hier. Das sind durchweg ganz, ganz wunderbare Karten hier. Hier wurde, schon wieder, hier wurde etwas, hier gab es eine Misskommunikation, Missverständnisse. Das kommt mir ganz klar hier rein. Und das ist geschehen, weil hier jemand in seiner Kommunikation versucht hat, etwas zu kontrollieren. Wie sage ich was? Was hier auch schiefgelaufen ist, ist vielleicht, alles, was so mit Reflexion zu tun hat, hier ist, also, das sind Missverständnisse. Hier ist eine unheimliche Wärme, Liebe, Aufrichtigkeit da, eine tiefe Freundschaft auch, eine tiefe Verbindung. Und hier ist das Problem. Wir müssen uns das hier anschauen. Woher kommt diese Angst? Ja, also die 5, ganz klar, das ist wieder ein Konflikt. Aber schau mal, hier ist die Liebe da. Ne? Das, was man sich wünscht. Das, was man fühlt auf tiefstem Herzen. Und dann diese Münzenergie. Die Münzen ist Materie. Ne? Und die 5 steht hier einfach ganz klar. Hier ist was instabil, ja, das ist vielleicht ein Konflikt. Du kannst es nicht haben. Du kannst es nicht anfassen. Hier hat jemand ein Problem damit, etwas nicht haben zu können. Und ich nehme das aber so, weil man kann es haben, aber man hat das Gefühl, man kann, du, also das ist die Angst, dass man es nie haben kann, wirklich haben kann, für sich haben kann. Ne? Und wir schauen uns jetzt den Mond noch an. Das ist eben, das ist die Schattenseite natürlich. Das steht für die Ängste. Dass man diese Liebe nie wahrhaftig haben kann, leben kann. Auf der 3D-Ebene hier. In unserem Leben jetzt hier. Ja, oder gestern oder morgen oder heute. Ne? Aber das ist, scheint keine Liebe zu sein, die man ja einfach so ja haben kann. Riechen, schmecken, anfassen, zusammenleben, einkaufen gehen. Das scheint nicht möglich zu sein. Das macht jemand mir unheimliche Angst. Ja? Ja. Ich versuche mich hier gerade reinzuspüren für euch.
Und das ist der Mond, der steht auch natürlich für eine Intuition, ne? Das spürt man vielleicht, ja. Der Mond ist auch so, also der Mond steht auch für das Weibliche, die Intuition, die tiefen Gefühle, ne? Das ist ja einfach ein ganz, ganz tiefer Mangel, den man so in sich spürt. Das ist eine, man träumt hier auch davon und man träumt auch, leider, man hat es, als ob man in den Träumen hier sieht, du, hier bin ich, aber du kannst mich nicht haben. Ich kann dich nicht anfassen. Man träumt voneinander, voneinander, ne? Aber du kannst es nicht haben. Und das ist der Grund, warum hier jemand sagt, das bringt hier nichts. Eine Kommunikation bringt hier nichts. Es gibt nichts eben. Ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Das ist das, was man hier vielleicht sagen sollte, was man vielleicht auch weiß, was vielleicht beide wissen, weil wir die Sechs der Kelche hier haben. Das ist hier eine Verbindung. Aber man zieht sich hier zurück. Man will das nicht, weil man Zweifel hat, ja. Und man will sich selbst schützen, ja, bevor man hier hineingeht. Das kläre ich hier nochmal ab. Ja, es ist sehr, sehr spannend und ich nehme hier eine ganz, ganz tiefe, tiefe Geschichte wahr. Ja, hier sind zwei Menschen, die sich sehr, sehr anziehen. Hier ist eine ganz krasse Anziehung da und immer wieder, entweder durch eine Misskommunikation, durch Missverständnisse, durch Lügen. Und da muss ich auch sagen, natürlich, das, was du in dein Feld ziehst, ich sag mal, wenn du nach außen lügen musst oder nicht die Wahrheit sagen darfst über diese Verbindung, ziehst du genau diese Energie natürlich auch in euer Feld. Dann kann das eigentlich auch nicht funktionieren, ne? Und jetzt haben wir hier aber die Sonne, die ja nun wirklich für die Lebensfreude steht, für Glück, für Liebe, für Anziehung, ja? Für all das Gute, für Klarheit, für tolle Kommunikation, klare Kommunikation, die wir hier nicht haben. Ja. Und hier kommt demnächst mit diesen Pagen, ich nehme es hier ganz klar wahr, das ist hier eigentlich eine schöne Energie. Plötzlich fühlt sich hier jemand extrem inspiriert. Im Sommer von der Sonne, von der Sonnenkönig kam mir gerade rein. Jemand fühlt sich sehr, sehr inspiriert und hat hier, also mit diesem Pagen, hat hier einen dringenden Impuls in deine Richtung. Plötzlich ist man ja in Abenteuerlust versetzt hier. Etwas versetzt hier dein Gegenüber in eine Abenteuerlust aufgrund dieser krassen Anziehung. Und wir haben hier zweimal die Sonne, ja. Wir haben hier übrigens auch die Sonne und den Mond, das weibliche und das männliche Pendant, ja. Ja, der Mond ist die weibliche Seite, ne? Die Intuition, ne? Und die Sonne hier steht für die männlichen Energien. Wir haben hier beides, ne? Das heißt, die weibliche Energie hat vielleicht diesen Zweifel. Vielleicht hast du, wenn du jetzt in weiblicher Energie bist, ne, hast du das auch so manifestiert. Diese Liebe kann eigentlich nicht gelebt werden. Ne? Das ist die weibliche Seite. Und die männliche Seite, die steht ja eigentlich für eine Abenteuerlust. Aber wir haben hier auch die Vier der Münzen. Ist keine schlechte Karte, die Vier der Münzen, ne? Die hat natürlich auch viele positive Seiten. Die Vier der Münzen, ich sag mal so, die steht natürlich für eine, ja, Zurückhaltung. Die kann auch für Geiz stehen, dass man etwas nicht geben will. Na, nehme die Karte immer gerne, ich hau hier mal eine Bremse rein. Na, dass man hier auf die Bremse tritt und sagt, stopp, hier ist eine krasse Anziehung, hier muss ich vorsichtig sein. Langsam, nur ein wenig geben. Wenn ich alles gebe, verliere ich alles. Damit erklärt sich für mich so diese Karte. Ne? Das ist so das, was ich so intuitiv da mal reinkriege immer. Es geht hier natürlich aber auch darum, die Karte zeigt dir, du hältst an etwas extrem fest und der Hinweis hier ist ganz klar, dass man etwas fließen lassen soll. Und wir haben hier eine Münzenergie, Materie.
Hier soll etwas in eine Umsetzung kommen. Ne? Was ich hier jetzt noch ganz klar reinkriege, ist, die männliche Energie ist hier sehr zurückhaltend mit ganz kleinen Zeichen in deine Richtung. Ja, hier ist jemand schon kreativ. Man gibt immer wieder mal was und das lässt auch dein Herz hüpfen. Aber du zeigst mit den 5 der Münzen, er zeigt 4 der Münzen, dein Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich. Du kriegst 4 der Münzen. Das ist dir, du spürst eine Zurückhaltung. Das führt dazu, dass du hier auf deiner Seite die 5 der Münzen hast, dass du das Gefühl hast, es kann ja keine Liebe sein. Das ist mir zu wenig. Wenn hier nichts kommt, nicht mehr kommt, ist es keine Liebe. Und hier drüben sehe ich, für dein Gegenüber ist dieser kleine Impuls, dieses kleine Zeichen, was man in deine Richtung hier schiebt, ja, das ist für dein Gegenüber, das ist Knistern, das ist, vielleicht ist dein Gegenüber eine sehr zurückhaltende Person, ja, und bei dir, was bei dir ankommt, ist einfach, was soll ich denn damit anfangen, das kann keine Liebe sein, es ist ja zu wenig. Ja, was natürlich auch nicht unbedingt bedingungslos ist, aber natürlich, wenn du jemanden sehr liebst und es kommt nie etwas, nie oder nur so kleine Bröckchen alle 3-4 Monate mal irgendwas, natürlich kommst du dann in diesen Mangel. Dieser Mangel manifestiert sich aber leider ins Feld, ne? Und ja, wir schauen mal. Das ist alles klar. Wir klären die Situation hier ab. Ich finde das sehr spannend. Ich vermute hier tatsächlich, dass das hier deine Energie ist. Dass du sagst, ja, Herr, hier ist ja Liebe, hier ist ja was da. Aber hier kommt ja nichts. Ich sehe nichts. Dadurch, dass nichts kommt, bin ich hier im Zweifel, ne? Da schauen wir doch rein. Liebes Universum, lieber Gott, wir hätten hier gerne Botschaften. Was können wir hier tun? Was ist denn hier los? Und warum kommt da nichts, ne? Ich meine, das ist sowieso die Frage aller Fragen. Aber es ist hier eine Verbindung da. Und hier greift jemand nicht zu. Du hältst ihm quasi das oder ihr das Herz hin. Ach, wir nehmen jetzt den. Und sagst, hier ist es. Willst du es mal anfassen? Willst du es mal halten? Und dein Gegenüber steht hier drüben und guckt und denkt, boah, krass, Riesenherz. Ja, bin ich dem würdig? Kann ich das? Nee, lieber nicht. Ich kann es ja eh nie ganz haben. Ich darf es nur mal kurz anfassen und dann kann ich wieder gehen. Dein Gegenüber hat das Gefühl, es gibt hier etwas, was er nicht haben darf. Also dich. Er kann dich nicht haben. Darum greift man hier nicht zu, weil hier eine ganz starke Verbindung ja da ist. Zeigt mir doch mal bitte hier mehr. Was können wir hier noch wissen, damit uns hier ein Licht aufgeht? Wir brauchen hier mehr Infos. Guck dir das an. Der König der Münzen. Du lagst hier, jetzt habe ich es weggeräumt. Du lagst hier als Königin der Münzen. Er sieht sich selbst auch als dein Partner. Das ist so. Ja? Und hier haben wir wieder eine Münzenergie. Hier hat jemand das Bedürfnis auch einer körperlichen Vereinigung. Ich sage es jetzt einfach mal so. Hier möchte jemand nicht nur träumen. Hier möchte jemand nicht nur schreiben. Als Beispiel, ne? Hier möchte jemand deine Hand nehmen können. Hier möchte jemand neben dir einschlafen, neben dir aufwachen. Wenn das nicht im Bereich der Möglichkeiten liegt, entscheidet sich hier jemand, nicht zuzugreifen. Das ist wie erkläre ich es? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, aber ich muss für jeden versuchen. Ich sag mal so, du leihst dir vielleicht das Auto aus, das Auto deiner Träume. Du willst dieses Auto unbedingt eigentlich für dich haben, das geht aber nicht. Also leihst du es dir mal aus für den Tag. Ja? Das ist dann wunderbar. Du steigst ein, du startest den Motor und denkst, du bist im 7. Himmel, weil du denkst, das gibt's doch nicht. Boah, genau das will ich, ne?
Und dann musst du den Schlüssel wieder abgeben und gehst nach Hause. Und kannst es nicht haben. Ja? War jetzt ein bisschen flach, aber so in die Richtung. Das ist das, was mir hier durchkommt, ne? Ja. Da sind Gefühle. Das ist hier der Ritter der Kelche. Hier sind ganz, ganz klar, das liegt hier auf der Hand, sind hier Gefühle da. Ich nehme hier also auch eine Träumerei wahr. Und das ist es eben, das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir hier Kelche, hier geht es um, ja, um Spiritualität natürlich, um Gefühle, um Träume. Das ist die Verbindung, auch mit den Sechs der Kelchen zwischen euch. Aber er kann es nicht in die Materie holen, nicht hierher holen. Vielleicht wohnt er extremst weit auseinander. Genau das ist es. Schau mal. Und jetzt wieder der Gehängte. Ja. Er versucht ja. Er versucht, diese Geschichte zwischen euch zu verstehen. Was ist da los? Warum sind da Gefühle, wenn man es nicht anfassen kann? Ja. Ach, der Gehängte jetzt hier. Da gehen wir gleich rein. Ja, das ist natürlich, man hat Geduld. Hier ist aber ein Stillstand. Hier gibt sich jemand aber auch hin. Hier gibt sich jemand hin. Jemand hängt sich auf an den Füßen. Jemand setzt eine Pause, eine wirklich eine Pause, ja, um hier in die Erleuchtung zu gehen. Um etwas zu verstehen. Man versucht etwas zu verstehen. Etwas auch zu begreifen. Er wartet hier auf etwas. Hier wartet man. Andererseits kann die Karte natürlich auch für ein Aufschieben stehen. Jemand ist noch nicht so weit. Und da muss ich aber auch sagen, gut, bei einigen von euch, ne, ist das vielleicht eine neue Story hier. Andere von euch hängen da vielleicht schon ewig drin. Und jetzt sage ich dir hier, guck mal hier, der hängt hier. Ne? Dann schau bitte, schau ganz genau hin. Kann das hier deine Situation sein? Ne? Ich sage dir, hier ist das Problem nicht die Verbundenheit, nicht die Gefühle, nicht die Träume, nicht das Fühlen, dass ihr verbunden seid. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man hier etwas nicht haben kann für sich. Es ist nicht möglich. Entweder ist es momentan nicht möglich oder es ist generell nicht möglich, ne? Dass ihr euch wirklich haben könnt. Ja, schon wieder Gefühle, 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 Gefühle. Der Page der Kelche kommt jetzt hier auch noch, ja? Das ist wieder eine Fantasie, eine Träumerei. Immer wieder Zeichen, Impulse, dass da was ist. Ne? Und das kommt hier zu ihm. Er ist hier der König der Münzen. Es kann auch sein, dass er dir Zeichen sendet. Es kann sein, dass er immer wieder welche bekommt. Also, ja, schau mal. Das ist hier so diese Träumerei. Man hat dich immer mit dabei. Man hat dich immer mit dabei. Du bist überall mit dabei. Du bist mit beim Einkaufen, du bist mit beim Gartenhaken, du bist mit im Urlaub, du bist mit auf der Arbeit, immer wieder. Ne? Und er versucht hier aber zu sagen, hey, ich will dich hier, ich will dich in der Hand, ich will dich an die Hand nehmen können. Das ist eine, wieder Kelche, ne? Intuition, Träume, Gefühle, Wasser halt, ne? Spiritual. Ihr seid spirituell auf jeden Fall miteinander verbunden, ne? Ja, das Rad des Schicksals. Es wird nochmal eine Kommunikation kommen oder die gab es schon. Das auch wieder wird bei jedem von euch anders sein. Und wir haben hier das Rad des Schicksals. Hier kommt ein Wandel rein. Ne? Es kann sein, dass eine Nachricht, eine sehr liebevolle Nachricht hier dazu führt, dass hier in diese Verbindung, die übrigens eine schicksalhafte Verbindung auch ist, ja, dass in diese Verbindung hier ein Wandel kommt. Es ist eine sehr schicksalhafte
Verbindung zwischen euch, auch diese Gefühle, das, was wahrgenommen werden kann, das nimmt auch dein Gegenüber wahr. Ne? Hier soll auf jeden Fall eine wirklich positive Wende in dieser Verbindung stattfinden. Ne? Kann was zu tun haben mit einer sehr liebevollen Kommunikation. Es ist sehr, sehr spannend und ja, Mensch, ey. Die Acht der Kelche, oh nein, ja, das ist das, was ich wahrnehme, leider, leider, ne. Der Gehängte ist hier dieser Stillstand, ja. Der Gehängte sagt hier ganz klar, hier machen wir mal nichts, ne. Man fühlt sich hier vielleicht auch als ein Opfer, man schiebt was auf, man wartet, ne, man vielleicht, ja, ja, es ist so. Und dann kommen hier leider, leider die Acht der Kelche noch. Ne? Also hier hat höchstwahrscheinlich, das ist eine momentane Energie, ne? Ein Feld, ein Energiefeld, das kann für einige von euch passen, für andere vielleicht auch wieder nicht. Und ja, vielleicht haben manche von euch das schon durch. Ne? Also hier hat sich jemand dazu entschieden, weiterzugehen. Aus einem Stillstand heraus vielleicht weiterzugehen, ja, ich meine die Achterkelche, man läuft und läuft dann weiter in ein neues Abenteuer. Man lässt etwas zurück, was einem sehr viel bedeutet, ne? Das hat natürlich einen Grund und ich nehme an hier ganz klar, dass das vielleicht der Grund ist, dass man etwas nicht haben darf. Hier bricht man auf, man zieht weiter. Man möchte hier einen Abschluss haben. Da hat man mal gewohnt. Und jetzt geht man weiter. Das kann natürlich auch ganz klar deine Energie sein, dass du sagst, hey, hier passiert ja überhaupt nichts, hier kommt nichts. Ich weiß, da ist was da, aber es kommt nichts. Es zeigt sich nichts hier in der Materie. Ich spüre, ich fühle, ich träume, ich weiß, aber ich habe nichts hier, was ich als Beweis, ich habe keinen physischen Brief, ich habe keinen Handschlag, ich habe keinen Kuss, ich habe kein nichts. Man entscheidet sich hier zu gehen. Das kann es durchaus du sein, dass du hier sagst, okay, hier passiert nichts. Da muss ich gehen. Ich lasse die Situation hier zurück. Ich mache mich auf den Weg. Ich schaue nach mir selber. Ja? Oh, ach nee. Doch nicht auf den Samstag, Mensch. Wir wollen was Schönes. Aber es ist so, ja, die drei der Kelche. Oh, Leute. Wir machen jetzt hier weiter und am Ende sage ich nochmal, womit ich gelebt habe, natürlich. Wir nehmen jetzt mal hier unsere wunderschönen Morgen-Tarot. Das ist bunt, das ist farbig und da knalle ich hier nochmal rauf. Zeigt mir mal die Acht der Kelche. Wer verlässt die Situation? Oh nein. Ah, die Frau Toni hat noch was übersehen, was Gutes, aber ich sage es euch gleich. Natürlich, meine Lieben, steht die Acht der Kelche. Neben dem Rat des Schicksals für eine Umkehr. Jemand, der sich aus dem Staub gemacht hat, kann hier durchaus wieder zurückkommen. Ich deute ja die Karten immer im Zusammenhang sowieso, aber das habe ich jetzt hier übersehen. Okay, hier ist die positive Kehrtwende. Jemand, der gegangen ist, kommt mit seinem Kelchilein wieder. Also die Karte finde ich hier sehr entzückend. Guckt euch das mal an. Da sitzt sie drin in seinem Kelch und er schleppt dich überall mit hin. Du bist immer mit dabei. Trotz alledem werden wir das hier abklären. Ich will die Acht der Kelche hier sehen. Hier ist jemand, der Gefühle hat und nichts tut. Hier tut jemand nichts. Jemand darf etwas haben. Jemand darf aus deinem Kelch trinken. Du hast dieser Person bereits gesagt, ich sitze doch da drin. Hier ist mein Kelch. Hier ist mein Kelch. Ich bin da. Und dein Gegenüber sagt, oh ne, also stopp mal. Kann ich dich dann jemals wirklich berühren? Oder ist das hier alles nur eine Illusion? Ja, ist das alles immer nur intuitiv? Ja, sind das immer nur Gefühle, ne? Im Geist, vom Denken? Denken wir die ganze Zeit aneinander? Das ist so ein Typ, der dann sagt, das bringt mir doch nichts. Ich will dich berühren, ich will dich haben, ich will dich anfassen. Ne? So, jetzt, Leute, die Acht der Kelche. Zeigt mir bitte mal die Acht der Kelche.
einmal noch. So, man hat sich gesperrt gerade. Die 8 der Kelche. Der Teufel, der Stern. Hupala, was ist denn hier los? Und die 2 der Stäbe. Boah. Okay, wir haben schon wieder den Teufel. Das scheint die gleiche Person zu sein. Das ist hier eine ganz, ganz krasse Anziehung. Die ist einfach da. Das ist hier etwas, eine Verbundenheit, die geht nicht weg. Und jetzt sage ich dir eins, kommt mir halt direkt so durch. Das ist schon mit den 5 oder den 7 der Schwertern. Ja, ich sage es jetzt einfach. Hier ist jemand schon fast ein bisschen wütend, ein bisschen genervt von dieser krassen Anziehung. Weil hier versucht jemand wirklich mit der Ratio ganz, ich sag mal, als Realist hier zu sagen, ich meine, hier haben wir eine Erde, ne? Absolut realistisch zu sagen, okay, alles klar. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, hier ständig mich in eine Illusion verstricken zu lassen, hineinziehen zu lassen. Es ist anstrengend für mich, ständig an dich denken zu müssen, an uns denken zu müssen. Überall sehe ich irgendwelche komischen Zeichen, überall habe ich dich bei mir. Dann fallen mir die Augen zu in meiner Hängematte und plötzlich denke ich schon wieder an dich. Dann steige ich ins Auto ein, will zur Arbeit fahren, kommt wieder unser Lied. Das nervt hier jemanden. Das hier, wir haben hier Erde, das ist ein Realist, dieser Mensch. Ja? Und der hat das Gefühl, jetzt kommt der Berliner durch, der hat das Gefühl, dass er sich hier selber die ganze Zeit was vormacht. Sein Motto hier ist ganz klar, Moment mal bitte, hier ist doch gar nichts. Ich mache mir doch hier was vor. Stopp. Das nervt den hier. Ich kann es doch nicht haben. Warum muss ich ständig an etwas denken, was ich nicht haben darf, haben kann? So, das ist der Teufel. Ein ständiger Gedankenkreislauf, immer wieder diese starke Anziehung auch, ne? Das ist nervig, zeigt mir hier aber den Stern. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir den Stern noch. Wir haben die Sonne, Mond und Sterne. Ja, der ist hier aber auch dabei, seinen Frieden damit zu machen. Mit dieser krassen Anziehung, die er nun mal hat. Aber das ist dieses an dich denken, dieses ständige, und das kommt mir so durch. Und deswegen haue ich das jetzt raus. Hier ist jemand echt genervt. Hier ist ständig, man will sich eigentlich loslösen. Man will das jetzt loslassen. Man will das loslassen und weitergehen. Man will das heilen, man will in seinen Frieden kommen. Ja? Man will hier einfach sich erholen von dieser krassen Anziehung ständig. Das ist eine Erholung, eine Heilung, natürlich auch eine Hoffnung, eine Klarheit und eine Wunscherfüllung. Ja? Aber er liegt hier neben dem Teufel und ich will ja wissen, warum zieht sich hier jemand zurück? Weil man einfach die Schnauze voll hat. Ich kann es nicht haben. Man hält mir ständig diesen wunderschönen Schinken vor die Nase. Diesen wunderschönen Schinken vor die Nase. Und ich darf ihn nicht haben. Schluss. Ja? Aber, tadadada, die 2 der Stäbe. Ja? Mit Weitsicht versucht man hier vielleicht doch etwas zu planen. Ja? Aber auch das wieder hier, die Stagnation, die 2, die steht hier natürlich dafür. Alles hat 2 Seiten. Das ist eine Dualität, die hier da ist. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön heilend. Ich habe Hoffnung. Ich habe Träume. Ja? Und es nervt mich unheimlich, diese starke, starke Anziehung. Und ich kann es nicht haben. Aber es ist doch so schön und mein Herz geht auf und ich fühle so viel. Und ich habe wunderschönste Träume. Ja, aber wir können es nicht haben, ich kann es nicht anfassen und das nervt mich so. Ne? Und das ist so eine Dualität, die einfach da ist zwischen diesem Hin und Her. Und das ist das, wo er sagt, stopp, hier, stopp. Ja, es bringt ja nichts, kommt mir durch. Denkt dieser Mensch und entscheidet sich hier zu gehen. Aber das Rad des Schicksals und die 8 der Kelche, die steht einfach auch dafür, dass hier jemand, der versucht hat, aufzubrechen, etwas zurückzulassen. Und das ist dem Menschen nicht leicht gefallen. Die 8 der Kelche sagt, ich lasse etwas zurück, was mir sehr viel bedeutet oder bedeutet hat. Na? Und die 8, die steht immer für einen Fortschritt auch. Und das ist aber ein anstrengender Fortschritt. Na? Und dann kommt das Rad des Schicksals, das dreht die ganze Geschichte nochmal um. Und hier siehst du ganz genau, was ich dir erklärt habe, was ihm so auf den Keks geht oder ihr, ist dieses
Loslassen, aufbrechen, weiterziehen. Wrrup, Universum kommt mit Zeichen. Wrrup, und man fängt wieder an und dann sitzt du wieder in seinem Kelch drin. Guck mal, und diese Karte, und das ist so wunderschön, eigentlich, ich sehe es gerade, bei mir bewegen sich ja die Bilder in meinem Kopf. Ne? Also wenn ich die Karte anschaue, guck sie dir an. Er hat gerade, wollte aus diesem Kelch da schön ein Schlückchen Wein schlürfen, guckt in den Kelch und dann macht so, plupp, hallo, da bin ich wieder. Und dann guckt er so genervt weg und sagt, oh nee, schon wieder. Ne? Also er kann dich nicht loswerden. Wie kann jemand diese Anziehung, die Gefühle nicht loswerden? Ist aber halt einfach ein absoluter Realist, der sagt, nee, ich will dich hier haben bei mir, ich will dich anfassen und ansonsten lasse ich mich hier auf nichts ein. Es tut nur weh. Ja. Aber ja, das ist natürlich hier wieder eine Lernaufgabe. Ne? Es ist so unabgeschlossen hier gerade. Wir müssen da noch was drauflegen. Wir nehmen hier noch das Dreaming Way, Lenormand. Komm mal raus. Komm mal da raus. Es ist, was soll ich sagen? Das ist der Stand der Dinge. Ne? Aber schön zu wissen ist ja wirklich, dass du ihm so ein bisschen auf den Keks gehst. Also nicht du, aber deine Energy. Weil er das versucht abzuschütteln. Man versucht das hier abzuschütteln und immer wieder zieht es einen zurück. Und merkt euch mal die Karte, das ist wirklich bezaubernd. Ja, du willst hier dein Schlückchen Wein trinken. Ne? Guckst in den Kelch und dann plupp, kommst du da wieder hoch und kommst ihm wieder in seine Gedanken und er guckt so weg und denkt, oh, nicht schon wieder. Ne? Das sind die kleinen Zeichen, die Universe hier schickt. Das heißt, es gibt hier etwas zu bearbeiten und er versucht sich hier aus der Affäre zu stehlen und das funktioniert leider nicht. Ne? Und solange wieder etwas nicht geklärt ist, ja, das Wort geklärt hat in diesem Sinne hier zwei Bedeutungen. Wird er das nicht los und wirst du immer wieder auftauchen. Plupp, hallo, da bin ich wieder. Da, ach, guck mal, unser Lied. Oder, ach, guck mal, Autokennzeichen. Okay, alles klar. Wir brauchen hier bitte noch ein bisschen Information. Da ist er wieder, der Seelengefährte. Er zeigt sich selber. Ach, guck mal. Hier stimmt doch was nicht. Hier geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Was sage ich denn? Ja. Der ist aber vielleicht auch wütend. Wir schauen mal. Was hat er denn? Ach, hier die Blockade. Was sage ich denn? Was ist es denn hier? Blockade. Trennung. Blockade. Ja, das wissen wir ja nur. Ach. Tiefe, tiefe Anziehung. Und wieder der Mond. Vielleicht ist er auch hier gerade in so ein bisschen in einer weiblichen Energie. Ne? Die Blockade mit dem Berg, das kann aber auch für einen ganz, ganz krassen psychischen, seelischen Druck hinweisen. Ne? Bei ihm. Weil das kam mir jetzt ja nicht umsonst rein, dass er hier so, was mache ich denn jetzt? Das ist doch alles nicht normal. Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Und dann wieder, bupp, huhu, da bin ich wieder. Hallöchen, ich bin immer noch da. Hallo. Ne? Und irgendetwas belastet ihn hier schwer auf der Seelenebene. Ja. Und immer noch ist es offen, ne? Ich höre euch richtig. Ah, Toni, jetzt nicht aufhören. Wir haben hier keinen Abschluss. Ja, haben wir nicht. Es ist hier einfach die Sonne im Sommer, meine Lieben. Hier kommt eine große Heilung. Oh, ja, jetzt machen wir es. Im Sommer kommt hier die große Heilung. Das ist hier Heilung pur, das ist Wärme, ja. Wir haben hier im Sommer eine Trennung von einer Schlange vielleicht. Das kann auch eine Scheidung, Kündigung eines Unternehmens sein. Man lässt hier eine Scheidung vielleicht zu, man trennt sich hier vielleicht. Ja, wir haben ja auch den Ring. Ja, hier ist wieder die Misskommunikation. Daneben haben wir aber die Sterne. Man bringt hier also Klarheit in die Gefühlslage auch, ne? Leute, jetzt haben wir zum dritten Mal hier eine Sonne im Deck. Also das ist hier Heilung, positive Energie. Und es ist die Sonne. Ja, die Sonne ist die männliche Energie. Der Mond, ich meine, klar, ist jetzt hier kein Tarot, aber die Energie nehme ich klar auch so wahr. Hier müssen eure Energien auch in den Ausgleich kommen. Und hier ist ganz wichtig,
dass er in seiner männlichen Energie auch sein kann, vorwiegend, und du vielleicht in deiner weiblichen, ja, in deiner Mondenergie, in deiner Intuition, in deinen Gefühlen, ne? Und er einfach so in seiner Sonne, in seinem erfolgreichen, nach außen strahlen, in der Macherenergie, ne? Mehr kommt hier nicht durch, ja, es hat sich jetzt schon mehr oder weniger wiederholt, deswegen brechen wir das jetzt hier mal ab. Wir schauen morgen wieder rein. Ich zeige nochmal die Karte. Guck. Ja, das ist die Energie und das geht hier jemand auf den Keks und darum kann es hier wirklich zu einem, ja, wie soll ich sagen, das ist hier einfach ein, jemand versucht sich hier irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Es ist so, ich muss es so sagen. So, meine Lieben, die Frau Toni wird sich jetzt ein bisschen an die Sonne setzen, Energie tanken und ist dann morgen wieder für euch da. Ne? Und bis dahin sage ich, liebste Grüße, eure Toni. Ich freue mich über eure Likes, wenn ihr wollt, auch gerne über neue Abos, über eure E-Mails, über eure Wertschätzung. Vielen, vielen Dank dafür und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut!